Hallo und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spieleparadies. Mit mir ist Maxi. Seppel hat sich gerade vor irgendwas erschrocken. Wir sind immer noch im Labyrinth. Denn wir müssen den trimagischen Pokal uns schnappen. Mal sehen, wie das so funktioniert. Ah, hier ist wieder die Fliege. Okay, und da hat die Spinne tatsächlich die Mieze erschreckt. Ist ja cool. Okay. Das sind auf jeden Fall viele Punkte. Ich will jetzt noch nicht bis ganz davor gehen. Ich will noch mal schauen, ob hier irgendwas ging. Nee, okay. Ich dachte, hier hätten wir auch irgendwas zusammenbauen können. Oha, oha. Wo ging's jetzt hin? Die sind weg. Okay. Na dann. Ich wette, irgendwas passiert hier eh noch. Ich glaube doch nicht, dass wir jetzt schon den magischen Pokal bekommen. So viel haben wir doch noch gar nicht dafür gemacht. Schaut mal, wir brauchen noch ein paar Punkte. So, ein, zwei Punkte wären da definitiv noch drin. Okay. Aber ich meine, ich sag mal so, wir konnten jetzt nicht mehr an Punkten rausholen. Ja, halt. Wir hätten den Score mal 6 nehmen müssen. Okay. Zack. Und da war es vorbei. Im Labyrinth. Und schaut mal, der trimagische Pokal war ein Portschlüssel. Und da ist Wurmschwanz. Den kennen wir noch vom dritten Teil. Und vom Anfang. Der hat sich gerade eine Hand abgenommen. Das sah gar nicht mal so schlimm aus wie im Film. Und die Brille von Harry brauchen sie. Oh, okay. Und schaut mal, das Voldemort-Baby. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ging ja schnell. Hey, der hat die Brille auf. Hm. Ach du lieber Himmel. Jetzt haben wir ein ziemliches Problem. Ups. Ups. Müssen wir jetzt echt gegen Voldemort kämpfen? Ach nö, bitte nicht. Achtung. Ah, Cedric. Nein. Ich muss doch hier irgendwas machen, oder? Oh nein. Okay. Das ist ja schon mal was. Lass mich hier mal noch ein paar Punkte sammeln, bitte. Das ist doch so. Okay, das geht relativ schnell hier, habe ich so das Gefühl. Ah, Cedric, du kämpfst gegen die anderen. Ah, lass mich doch mal in Ruhe. Nein, ihr lasst mich jetzt mal alle in Ruhe. Ich will noch ein paar Punkte. Lasst mich wenigstens mal hier wahrer Zauberer werden. Im letzten. Bitte, bitte, bitte. Oh nein. Bam! Wir haben Voldemort umgenackt. Okay, und da ist der legendäre Fight. Harrys Eltern kommen als Geister zurück. Oh nein, und da hat er Cedric noch getroffen. Oh Gott. Den hat sie ja total in der Luft zerrissen. Oh nein. Hey, ja, so kann man ihn wieder zusammenbauen. Oh Gott. Ja, jetzt sollen wir mit Moody mitkommen. Der hat uns gleich nach dem Turnier entführt. Ah, das sieht ihn mal einer an. Und jetzt verwandelt er sich zurück. Den Kollege kennen wir doch auch, oder? Hm. Oh oh. Hm? Hey, und da hat er Moody versteckt. Den waren Moody. Oh mein Gott. Schaut euch das mal an, Leute. Das war jetzt echt... Das ging relativ schnell. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Aber okay. Continue Story. Na dann, auf geht's. Viel wird's nicht mehr sein. Ich meine, im letzten Schuljahr, da kommt jetzt nicht mehr viel. Außer, dass sie halt die anderen Schüler verabschieden. Ja, Victor mag immer noch Hermine. Und Hermine Victor auch. Ja, genau. Ron hat wie immer kein Glück. Aber okay. Hagrid hat immer noch Glück mit Madame Maxime. Okay. Ja, da kann er ja nichts dafür. Harry ist wieder glücklich, wie glücklich die alle sind, obwohl Cedric auseinandergeflogen sind. Aber wir gehen mal davon aus, sie haben den wieder zusammengebaut. Da verschwinden die Dunstfang-Schüler und die Schüler aus Beauxbatons fliegen mit ihren weißen Pferden davon.
Wow! Das waren die Jahre 1 bis 4, Leute. Das ist natürlich krass, dass es so schnell zu Ende geht. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte vielleicht aus dem Fight mit Voldemort hätte ich schon noch ein bisschen mehr gemacht oder mir auch mehr gewünscht, dass man dort noch mal eine extra Mission draus macht. Da kann man ja auf so einem Friedhof kann man ja ganz viel anstellen auch. Aber okay, hätte ich jetzt gar nicht so damit gerechnet, dass das so schnell jetzt schon zu Ende ist. Tja, und da ich aber nicht möchte, dass die Folge nur 5 Minuten geht, das wäre schon ein bisschen fies, würde ich gern mit euch nochmal schauen, was wir hier jetzt noch für Möglichkeiten haben. Ich meine, so sind wir eigentlich fertig. Wir sind jetzt im Leaky Cauldron, das muss ich nutzen. Wir haben in der letzten Folge den roten Stein bekommen, der alle unsere Probleme gelöst hätte. Und den möchte ich jetzt noch aktivieren. Wir haben immerhin genug Punkte gesammelt, sodass wir ihn auch definitiv bezahlen können. Einmal hier hoch, bitte. So. Und jetzt. So. War das der? Nein. Nee. Carapons? Score mal 6. Zack. Okay, Leute, habt ihr auf irgendwas Bock? Okay, das ist halt doof, dass es kein Livestream ist. Und sonst hättet ihr mir sagen können, welche Story wir nochmal im freien Modus spielen können. Was ich immer noch komisch finde, sind diese rot glänzenden Kisten, die wir nicht öffnen können. Das finde ich immer noch etwas eigenartig. So, lass mal eben sehen. Score mal 6. An. So. Wir können ja einfach mal schauen, was halt wirklich noch ausbaufähig war. Ich weiß gar nicht, auf was habe ich jetzt gerade so Lust. Okay. Können wir die hier eigentlich zusammensetzen? Nein. Prisoner of Azkaban, hier schaut mal an. Das ist doch hier alles noch überhaupt nicht zusammengesetzt. Das müssen wir doch eigentlich hier mal bauen können, oder? Philosopher's Stone, Chamber of Secret. Oder fehlen uns da einfach noch die Teile dafür? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Wie wir das jetzt, aber wir können es glaube ich draußen auf jeden Fall machen. Da ist diese Bilderwand hier, genau. Lass uns doch mal schauen. Forbidden Forest. Okay. Out of the Dungeon, das war jetzt Teil 1. Lass uns mal runtergehen. Dementors Kiss. Haben wir hier noch irgendwas? Der Drache, das hat mich. Der Drache hat mich schon ziemlich gestört. Dragons. Ah, okay, hier sieht man halt, wo man noch irgendwas rausholen kann. Wow, hier konnten wir ganz schön viel holen. Haben wir aber nicht gemacht. Leute, lasst uns nochmal in den zweiten Teil zurückgehen. Freeplay, genau. Im freien Spiel, hey, schaut mal. Ach, wo können wir die denn kaufen? Moment, Moment, Moment. Irgendwo müssen wir die ja aktivieren können. Wo können wir die Kollegen aktivieren? Hier geht es auf jeden Fall weiter. Aber irgendwo müssen wir die Figuren ja aktivieren können. Das will ich auf jeden Fall noch rausfinden. Vor allem, falls einer von euch Lust hat, das zu spielen, dann wisst ihr auch gleich, wo man das alles aktivieren kann. Was ist das jetzt hier? Ach, schaut mal an. Ah, schaut mal, hier hatten wir die Zaubersprüche, oder? Rectum Sempra, Entomophis, Locomotor, oder? Also hier können wir auf jeden Fall Zaubersprüche lernen. Ich hätte eigentlich gerne, war das am Anfang? Oder sind es die, die noch kommen? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist irgendwas mit Schnecken. Schneckenzauber. Stupendo, Stupefy. Accio? Ingrocio? Tripjinx? Nein. Irgendwie alles nicht so. Okay,
Okay, das sind halt. Das wird der Scherzartikelladen sein, richtig? Wenn ich mir das so anschaue, was geht hier? Okay, können wir halt einfach irgendwie was hinschreiben. Okay, also hier können wir die nicht, aber ihr seht, in den verschiedenen Geschäften kann man halt verschiedene Sachen kaufen. Das hätten wir vielleicht schon mal eher machen können, denn dann wären wir im freien Spiel, denn wir haben ja schon so einige Leute freigeschalten. Hier ist jetzt Gringles, wenn ihr euch noch an die allerersten Folgen von Lego Harry Potter erinnert. Aber ich weiß nicht, ob Gringles uns da jetzt was bringt. Okay. Wir schauen mal. Wir schauen mal, ob hier irgendwie, ob uns das weiterbringt. Denn irgendwas muss hier ja gehen. Irgendwas muss hier gehen, Leute. Okay. Kannst du mal... Hier. Hier, mach mal auf. Mach mal auf, Junge. Achso, da muss man weitergehen. Oh. Irgendwas ist hier drin. Play Bonus Level. Ja, Freunde, schaut euch das mal an. Das haben wir ja noch gar nicht ausprobiert. Das ist der fahrende Ritter. Okay. Das ist mein Ziel 100.000 solche Stats? Ja. Okay. Oder irgendwas kann ich dann machen, wenn ich die hier habe. Okay. Wir schauen mal, wir schauen. Moment, lass uns mit dem fahrenden Ritter mal. Zack. Da können wir das alles viel einfacher, oder? Naja, so halb. Nicht wirklich. Nicht so wirklich. Also hätten wir machen können, aber. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das bringt uns nicht. Wobei. Wobei. Schon. Okay, da. Wenn wir sammeln die ja trotzdem ein. Indem wir hier so die Runden gehen. Fahren. Wie auch immer. Okay. Ich als fahrender Ritter. Hat man sich das überlegt? Hat man sich nicht überlegt. Natürlich hat man sich das nicht überlegt. So, ich. Aber wobei, eigentlich, ich fahre so wie der fahrende Ritter halt auch, ne? Und schaut mal an, da haben wir die 100 schon zusammen. Zack. Das heißt. Was können wir jetzt hier damit machen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ja. Gut, stimmt, wir haben die jetzt schon zusammen. Aus dem Grund, weil wir ja... Wow! Den Score mal 6 haben. Ach komm, du bist der fahrende Ritter. Oh Gott. Dann können wir das auch fahren? Ja. Oh nee. Wow! Ist das von Sirius? Sieht mir fast danach aus. Okay, also ich kann mit dem Bonus, weil wir gerade noch nicht so viel anfangen. Außer dass wir halt hier einen Haufen Punkte sammeln können. Da ist noch ein gelber Ding. Okay. Ich fahre hier nur um den Punkt drumherum. Hier können wir das können wir auch nehmen. Da ist noch so ein Punkt, genau. Ich weiß nicht, was man mit den Maschinen machen kann, aber irgendwas wird es schon sein. Ups. Ja, also die Steuerung, Leute, wenn ihr schon mal irgendwie in einem Lego-Spiel mit einem Fahrzeug gefahren seid, die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig. Oh mein Gott. Und ich weiß auch gerade wirklich nicht, was uns das Bonus-Level bringt. Vielleicht halt einfach nur hier solche Punkte auch. Ups, Entschuldigung. Damit, falls wir nicht genug gesammelt haben, wir das Zeug trotzdem... Okay, können wir da jetzt hier einparken? Lass mich mal sehen. Entschuldigung. Oh, oh, oh. Was war das denn? Das war ja gemein. Dann geh mal rüber. Oder so.
Kollege! Nein, wir dürfen hier nicht rein. Vielleicht darf da nur das Auto rein. Ups! So weit wollte ich jetzt gar nicht fahren, aber... Und? Auch nicht. Okay. Ach, das ist echt schwieriger als gedacht. Wow! Wir holen uns jetzt auf jeden Fall... Wir schauen mal, was hier drin ist. Lass uns mal kurz gucken. Wir können ja auch hier in die Häuser. Nicht? Anscheinend. Okay. Wow! Das sagt mir aber immer noch nicht, wie wir hier uns die verschiedenen Leute kaufen können, die wir uns freigeschaltet haben. Das ist jetzt noch nicht so ganz klar. Hier ist immer noch der fahrende Ritter. Aber schaut mal, wie schnell wir hier Punkte zusammen haben. Das ist echt krass. Ich kann hier noch auf die Seite schauen. Boah. Das ist der ganze Ligusterweg hier, oder? Was ist das? Gab's halt keine so wirkliche Erklärung dafür. K? Nee. Nee. Hier passiert gar nichts. Wir schauen mal da drüben bei dem goldenen Stein, ob wir den einfach nehmen können. Denn hier ist ja auch so eine 100er Maschine. Aber sieht so aus, ja. Den konnten wir uns jetzt einfach schnappen. Coole Sache. Level complete. Was? Okay. Gut, das war jetzt das Bonuslevel. Aber lass mal kurz sehen. Hier sind ja noch ein paar mehr Türen. Ah, okay. Da sieht man, was da drin ist. Alles klar. Guck mal hier. Probieren wir mal. Ja. Und? Zwei? Zwei was? Lass uns mal hier noch schauen. Wow, was ist denn hier? Wie viel gibt's denn da? Oh Gott. Oh mein Gott. Schaut euch das mal an, wie viel Bonuslevel wir haben machen könnten. Ups! Oh, das ist bestimmt das Tollste. So. Nein. Hier. Na, dann schauen wir doch mal. Denn da hatten wir am meisten zu reparieren. 10. Na los. Bonuslevel, become a builder. Okay. Ha, was ist denn da los? Okay, das ist dann schon so eher wie eine Art Quest. Zack. Cool. Das ist natürlich auch cool. Wir haben ja solche Mini-Spiele noch. Wir haben das irgendwie nicht mitbekommen. Warum auch immer. Ich hatte keine Lust auf das Bonuslevel. Ja, super, genau. Wir bilden uns hier wieder eine Brücke. So, lass mal. Oh nö. Das wird doch Mist. Tada. So, jetzt lassen wir das mal ganz hier oben. Zack. Natürlich. Natürlich, das ist hier alles. Zack, weg damit. So. So. Nummer 1 sitzt auf jeden Fall. So, lass mal sehen. Okay, und jetzt versuchen wir das hier einfach mal. Sollte uns reichen, oder? Und rüber. Ja. Das reicht uns gut. Okay. Ups. Alles klar, jetzt weiß ich auch, was das ist. Das ist Treibsand. So.
Was war das denn? Okay, haben wir schon mal die Spinne erledigt. Zack. Wow. Na wonderful run, kannst du mal irgendwie helfen? Das wäre super. So. Kommt Harry einfach so mit? Nee. Natürlich nicht. Das war knapp. Hier sollten wir aber eigentlich auch gut rüberkommen. Ja, das haben wir gut gebaut. Okay. Ron hat es natürlich nicht geschafft. Kann ja nicht jeder schaffen. So. Puh. Nein, was ist das ja eigentlich alles? Geh weg. Geh weg, Schande. Okay. Der Zauber ist zum Springen sehr ungünstig gemacht. Okay, wir sind... Wir brauchen Kräfte. Wir brauchen sowieso Kräfte. Wo ist Ron? Irgendwo noch im Treibsand, okay. Harry, bleib ja drüben. Zack. Oh, wow! Aber habt ihr das gesehen? Der war wirklich in der Schiene drin eigentlich. Zack. Zack. Ja, das haben wir geschafft. Und hier bräuchten wir eigentlich schon... Nee, wir bräuchten... Ja, Raune, das ist alles klar. Ja. Er hat keine Krätze. Doch, da hat er Krätze wieder. Ah, da ist Wurmschwanz also noch nicht so böse. Okay. Zack. Das war wahrscheinlich bevor Wurmschwanz böse wurde. Gut, machen wir hier mal alles kaputt. Klappe. Ja, ich probier mal. Ist irgendwas drin? Nee. Gut, vielleicht können wir das eine kaputt machen. Ah, da ist der Topf. Ich wollte gerade sagen, sonst packe ich die halt einfach wieder dort rein. Macht ja nichts. Cool, Bonuslevel. Muss man mal gemacht haben. Okay. Uah. So. Habe ich das Teil jetzt noch? Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn ich das Teil jetzt nicht mehr hätte, ne? Ich glaube, ich hätte es ausgemacht. Oh nein. Alles gut. So, Ron bleibt dort. Okay. Wir sind jetzt ultra stark. Und kommen jetzt hier durch. Du sollst ganz ziehen, bitte. Okay, ich habe mir halt das Schwierigste rausgesucht. Also... Okay. Gut. Ich kann nicht. Ja, kannst du irgendwie mal hochfliegen? Ja, so. Alles klar. Und? Na, wie fliegst du jetzt runter? Okay. Zack. Das ist alles grün. Oder? Ach ne, der noch nicht. Runter, 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 runter. Runter. Nein. Nein! Du sollst hier drauf gehen, Herr. Du sollst hier drauf gehen, Harry. Ja, Leute, manchmal. Manchmal ist Harry ein bisschen schwer von Begriff. Okay, so komme ich hier also nicht durch. Alles klar. Alles klar. Was ist das hier? Ja, da muss ich schon wieder was zusammenfügen. Nee. So, das mal hier drüber heben. So, gleich mal so. Und dann müsste da hier mal ein bisschen was verändert werden. Zack. Und das kommt ganz darüber. Dann sollte es mir trotzdem gelingen, auch wenn ich hier nicht alles verschoben habe, da hochzukommen, oder?
Komm. Ja. Seht ihr? Das klappt schon. Okay. Ich kann auch nicht zurück. Gut, okay, die Bonuslevel funktionieren also nicht ganz so top. Deshalb werde ich das wohl jetzt auch nicht zu Ende machen, denn irgendwie scheint das hier ein Dead End zu sein. Wobei, ja, wenn ich jetzt Ron hätte, ne? Ich brauche Ron dafür und Ron kommt nicht mit. Deshalb, das muss man wahrscheinlich wirklich zusammen machen. Aber okay, es gibt auf jeden Fall solche Bonuslevel, Leute. Und das nächste Mal machen wir dann einfach weiter mit dem fünften Teil von Harry Potter. Was meint ihr? Das ist ja jetzt noch nicht das Ende. Aber von dem Spiel ist es jetzt das Ende. Denn es ist nun mal so aufgeteilt, Jahre 1 bis 4 und Jahre 5 bis 7. Damit machen wir dann das nächste Mal weiter. Und dann habe ich hoffentlich auch rausgefunden, wie ich hier diese Gesichter mir kaufen kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen fürs Zuschauen, die hier wirklich so fleißig Harry Potter mitgeschaut haben und mit die Daumen gedrückt haben, mitgezittert haben, mitgelacht haben. Und ja, mit dem fünften Teil geht es dann das nächste Mal weiter. Vielen Dank euch, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.